willkommen bei Mike und Albert in St. Leonhard. Unseren Betrieb gibt es schon, ich glaube, seit 30 Jahren. Ich bin jetzt seit 2015 hier, beziehungsweise habe den Betrieb übernommen von meinen Eltern. Wenn man die Chance hat, sich selbst zu verwirklichen, dann ist es im Weinbau eigentlich eine tolle Sache. Man kann alles mitnehmen, den Außenbetrieb, die Kellerwirtschaft, den Verkauf. Das ist einfach super vielfältig, die Arbeit, das macht halt auch Spaß. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Burgundern. Im Glas gibt es einen Weißburgunder aus 2019. Für mich persönlich ein wirklich sehr schönes Jahr, weil die Säure eben sehr viel präsenter war als der Jahrgang zuvor, als 18. Qualitativ war es auch ein wirklich sehr toller Jahrgang. Also wenn man reinriecht, merkt man sofort dieses Bouquet aus Apfel und aufgeschnittenen Birnen. Ich finde es schön, aber ein bisschen Grip. Säure, und das macht auch 2019 aus. Ich finde es eigentlich ein schöner Misch zwischen Frische und auch so ein bisschen Cremigkeit. Also es spielt so ein bisschen miteinander. Auch ein kleiner Teil davon war im alten Holzfass. Ja. Einfach so ein bisschen mehr Substanz oder Cremigkeit reinzukriegen. Und der Großteil allerdings auch ein Edelstahl. Ich mag das gut und ganz gerne. Ich mag das auch. Was ist das für ein Gefühl, wenn der eigene Wein dann in der Flasche ist? Ja, es macht schon immer stolz. Es ist schön zu sehen, wenn wirklich die ersten Kunden dann kommen und den Wein direkt kaufen oder auch sagen, ich möchte einen Wein von dir haben. Man ist schon stolz. Was ist denn nicht das badische Wort? Ja, ich habe lange überlegt und ich glaube, ich finde Gnatzel ganz geil. Was heißt das? Gnatzel ist immer das Stück vom Brot, der Apfel. Ah, das Knischle. Das Knischle, ja. Das Knischle, das heißt ja auch überall anders. Auf was freust du dich im nächsten Jahr? Auf hoffentlich einen qualitativ tollen Jahrgang, dass wir uns als Betrieb weiter so entwickeln, weil wir doch sehr klein sind und natürlich auch Ambitionen haben, größer zu werden, auch qualitativ uns noch steigern möchten. Ja, da freue ich mich drauf. Weitere Infos zum Betrieb findet ihr zum Beispiel auf der Instagram-Seite. Oder eben auf unserer neuen Homepage www.weinundalbert.de. Falls ihr mal Fragen habt, die ich unseren badischen Winzerinnen und Winzer unbedingt stellen soll, dann schreibt es doch in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Zum Wohl. Tschüss.